Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder zurück nach der für euch nicht mal eine Sekunde Pause und für mich eine 4 Stunden Pause zurück, ja. Ich bin wieder zurück, aber diesmal natürlich nicht alleine, will ich mal so sagen. Ich habe mir natürlich jemanden rausgesucht, und zwar den Leash of Crime. Hallo. Hallo. Hallo, Martico. Oh Mann, ich sag ja nur Banner mache. Ich sag, Banner mache, das erklärt alles. Ja. Das erklärt jedes einzelne Wort. Das erklärt wirklich, Alter, die ganze Menschheit, ey. Alter, ja. Ich fange jetzt mal an, Banner mache. Genau, Banner mache. Machst du jetzt einen Banner, ja? Ja. Oh. Na, für wen machst du es diesmal, du Hure? Fame-Gang. Was? Für, weißt du nicht... Wer ist das? Manetti, kennst du nicht. Nee, was soll das? Was ist das? Was ist das vor allem, ey? Ein Kumpel von mir. Ach so. Ja, der hat sich Manetti genannt. Maminetti! Manfred, Alter, Manfred, ey. Manfred, ey. Da kommt bei mir es mit Manfred an, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Doch. Doch. Vor allem so, doch. Doch. Oh, doch. Mann, das ist mein Wort, ey. Sein Wort. Mein Wort. Steinwort sagst du, ey. Warte, ich google gleich und ich gucke, ob das dein Wort ist, ob du es lizenziert hast, urheberrechtlich, weißt du. Ja, habe ich. Was war nochmal das Wort? Banner mache? Nee. Das, was ich jetzt gerade doch wiederholt habe. Doch. Ja, doch, genau. Hier, ich guck jetzt. Ich guck jetzt so. Und wenn das nicht der Fall ist, musst du nochmal eine Aufnahme mit mir durchmachen. Da wird ja wohl reichen danach. Werde ich schon kaputt. Wenn du mich jetzt angelungen hast, dass du es nicht dass du es urheberrechtlich. Wer? Wer hat das Wort doch? Das Wort doch urheberrechtlich. Fuck, wer hat das Wort doch urheberrechtlich geschützt? Ne? Ich. Ja, ich. Geschützt. Ich war das. Und ich war das immer noch. Ha! Geil, okay. Okay, krass. Weißt du, was es erst bei mir hier ankommt? I love Schriftzung. Urheberrechtlich geschützt? Schriftzung. Nein, Schriftzung. Steht hier wirklich so da. Der Copyright-Hinweis, seine Bedeutung. Bullshit, Alter. Das war's nicht, du. Das war der Duden. Doch. Das war der Duden. Ne, der Duden ist mein Papa. Das war der Duden. Ja, mein Papa. Ja, und wer hat seinem Vater beigebracht, das Wort? Ich. Und wer hat's dir beigebracht? Selbst. Geht ja nicht. Doch, siehst du ja. Nee, irgendjemand muss es dir beigebracht haben, ansonsten würdest du es nicht. Ja, ich.
Ja, nee, es muss dir ja irgendjemand gezeigt haben. Wie sollst du es dir was selber zeigen? Ich hab das DOCH zusammengereiht. Also das Doch hat sich mir selbst vorgestellt. Ja, nee, ist klar. Nicht so. Und wie kamst du drauf, dass das, Lol, warte mal. Ach, ich war irgendwo falsch drin. Ja, ich war falsch. Ja. Bei dir. Ja, läuft richtig bei mir. Wo war ich stehen geblieben jetzt? Nutella-Brödel. Ahnung. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Nee, 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 nee. Roller, Roller, Roller. Doch, bei Roller. Oh, kennst nee, du bei Manetti. Ja. Pokodomäne, der Superbullmarkt. Yay! Diese behinderten Werbungen, die es früher mal gab, ey. Ich meine, heutzutage gibt es nicht bessere Werbungen. Ich meine, ich war letztens bei YouTube, will mir ein Video anschauen, und dann kommt diese eine Werbung, ich bin ein Wichser. Um ehrlich zu gestehen, ich wichse jeden Tag. Denn die sitzt ja so neben der Frau und sie eher so, ja, eigentlich, wir wichsen beide gemeinsam jeden Tag. Und so eine Werbung, und dann geht einer, ich, ja, sehen Sie, seien Sie auch ein Wichser. Wichsen Sie. Und dann so www.wichsen.de, ihre neue Homepage, Workseite irgendwie so. Alter, wie behindert, ey. Und warum weißt du das so genau, wie das noch alles war, ey? Weil das heute war. Ach so. Oh Mann. Würde ich jetzt auch so sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Na klar, ey. Ich dachte mir nur so, wie behindert, Alter. Wer denkt sich bitte diese Werbungen aus, ey? Können nur von mir stammen. Ja, ja, da hast recht. Kann nur von dir stammen. Genau. Ja. Manetti. Nee, du hast ja auch Minecraft, wa? Luca? Ja, habe ich. Ja, geil. Dann bequatschen wir was nach der Aufnahme. Vielleicht hast du ja richtig Bock drauf und kannst mitmachen. Na, mal gucken. Weißt du, weißt du, weißt du. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weißt du, weißt du, weißt du. Ich kann gerade, ich mache jetzt, weißt du, was ich gerade mache? Ich laufe erstens gerade die ganze Zeit im Kreis. und schmelze nebenbei mein komplettes Eisen. In Tacket ist es ja geil, du kannst einen Macerator machen. Den kannst du mit einem Generator bepowern. Und den kriegst du aus einem Eisenerz 2 Iron Dust. Und dieses Dust schmilzt du im Ofen und kriegst dafür 2 Eisenbarren insgesamt. Das heißt, du verdoppelst deine Menge. Und ich habe hier fast 2 Stacks Eisenerze. Ich habe also fast 4 Stacks Eisenbarren dann. Lol. Mega geil, oder? Easy. Easy Game, Junge, eigentlich. Aber du brauchst das Eisen verflixt viel, ey. Richtig viel brauchst du. Das du brauchst fast überall sein. Eisen. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Ja, das weißt du noch nicht. Ne, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ne, ne, ne. Na, 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 na. Oh, ist das schwul. Was denn? Was ist denn so schwul, sagst du? Sammer. Ich mach doch gerade ein Texture Pack und ein Banner nehmen, beides gleichzeitig. Ja, das macht man doch nicht. Man macht doch nicht so viel gleichzeitig, sag mal. Ach, die Jugend von heutzutage, das sag ich hier. Ja, muss man nicht verstehen, ne? Nee, 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 das kann man gar nicht verstehen, du. Bei uns früher... Ne, ich höre jetzt mal lieber auf. Bei euch. Wie früher, ja. Oh, war das gerade affig von mir, ey, Alter. Ohne Witz, irgendwann,
irgendwann werde ich ein komplettes Best-of machen. Vielleicht. Oh, scheiße. Oh, ja. Oh, hey, ich komm sofort wieder, ich muss eben die Tür aufmachen, mein Vater von dir. Ja, dann, yalla, yalla. I sprinting to the door. Ja, mach schneller. Mach schneller, Fotze. Voll Idiot. Aber schon korrekter Typ. Übrigens, Kanallink unten in der Videobeschreibung. So am Rande jetzt mal erwähnt. Also schaut mal bei ihm vorbei. Ist ein echt cooler, korrekter Typ. Da kommt er. Ich hab gepustet. Hast du schön gepusten? Ich muss dem meinen Auerweh pusten. Ja, 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 das würde ich ja jetzt auch sagen, ne? Ja. Lüge, Lüge, das gibt eine Rüge. Ene, Miste, ich finger nicht, ich fiste. Ene, Mene, Speckel, Speckel. What the fuck? Speckel, Speckel? Junge, was ist los mit dir? Speckel, Speckel? Speckel, Speckel, Finger, Speckel. Du bist auch so ein Speckel. Kann sein, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Eiskalt, der Junge, eiskalt. Alter, er ballert die Muschis, was? Eiskalt wie der Winter. Eiskalt wie der Winter. Boah, Alter, du hast aber auch mal wieder Dinger raus, ey. Boah, ey, mega krass. Oh, es ist Nacht, ich müsste mal pennen gehen. So. Würde ich auch mal tun. Ja, ja, ja. So. Was ist das da? Ja, läuft. Ja, was mache ich denn jetzt noch so eigentlich in der Zwischenzeit? Ich könnte ja mal das Cobblestone schmelzen. Das wäre ja mal so eine Idee, ne? Die könnte man ja mal durchsetzen. Oder was sagen Sie? Die Capri-Sonne schmeckt einfach wieder Bombe. Gönn dir. Jeden Tag. Gönn dir. Oh, meine jeden Freunde, Tag wir müssen sehen. Wieder Kohle farmen gehen bald. Kohle. Ja, hast du voll von Grund geklaut. Weißt du, hast du... Ja, genau, das hat er, die Wörter alle hat er auch erfunden. Also Kohle hat er erfunden, das Wort. Also hat's Gronkh Kohle von, erfunden, ja. Gronkh hat's von ihm geklaut, ja, ich schwör's euch. Wäre schön, wenn's so wär. Was wäre daran schön, ein Wort zu singen? Ja gut, es ist nur ein Wort, ne, aber okay. Nein, ein Bombenwort. Ja, ein Bombenwort, vor allem doppeldeutig. Aber gib mir Kohle, Kohle, Kohle. Und einmal gib mir Kohle, Kohle. Ja. 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 Manetti ist raus. Der rauscht. Manetti ist raus. Das ist der liebe Manetti, jo. Der liebe Mann, was ist denn los mit dir? Nix mit dir? Nix. Wundern mich aber. Was ist? Nix. Das wundert dich ein bisschen, sagst du.
Hier übrigens, hier, ich hab dich vorhin so gut geredet, jetzt erzähl mal ein bisschen, was machst du so auf deinem Kanal? Videos. Ja, mach Werbung für dich. Voll dumm, aber egal. Red.